Im nächsten Schritt natürlich dieses Thema, was passiert, wenn die Zinsen auch wieder zurückgehen? Und dann könnte man ja sagen, ich mache heute ein Festgeld für beispielsweise 36 Monate, anstatt zum Beispiel eine Anleihenstruktur aufzubauen, die auch 36 Monate läuft. Weil in beiden Fällen habe ich ja einen planbaren Ertrag bei einer planbaren Fälligkeit. Bei einem Festgeld habe ich das Bonitätsrisiko der Bank. Und bei einer diversifizierten Anleihenstruktur habe ich mehrere Emittenten, aber eben keine Einlagensicherung. Von daher, das gilt es eben abzuwägen. Und wir sind tendenziell eher ein Freund von einer Anleihenstruktur. Der Grund ist ganz simpel. Wenn Sie eine Anleihenstruktur haben, ob jetzt über direkte Anleihen oder über Laufzeitfonds oder im zusammengesetzten Anleihportfolio, dann haben Sie den Aspekt, wenn es am Aktienmarkt vielleicht mal einen größeren Rückgang gibt, 10 oder 15%, und Sie glauben, dass Sie jetzt am Aktienmarkt einen guten Einstiegszeitpunkt haben, dann können Sie die Anleihen verkaufen. Sie haben vielleicht eine gewisse Marktschwankung, aber diese Marktschwankung bei einem kurzlaufenden Anleihportfolio ist natürlich viel, viel geringer als der Rückgang am Aktienmarkt. Das heißt, ich kann jetzt für mein Geld mehr Anteile im Aktienmarkt kaufen. Das kann ich bei einem Festgeld nicht. Das ist Punkt eins. Der zweite Punkt ist der, auch das darf man nicht ganz vergessen. Wir leben ja immer noch in Zeiten, die mit geopolitischer Verunsicherung behaftet sind. Wir wissen nicht, gibt es noch mal eine weitere Eskalation des Krieges? Wie positioniert sich Russland? Wie werden vielleicht auch Waffenlieferungen, Pilotenausbildungen und Ähnliches des Westens ausgelegt? Also gibt es hier vielleicht tatsächlich noch eine Erweiterung des Krieges auf weitere Gebiete in Europa? Also es gibt ja diverse Konstellationen und wir glauben, in dieser Gemengenlage macht es wenig Sinn, das Heft des Handels aus der Hand zu geben mit einem Festgeld. Sondern da finde ich es persönlich sehr charmant zu sagen, ich habe meine Anleihenstruktur und wenn hier irgendwas verrutscht, dann kann ich eben relativ schnell Anleihen veräußern. Selbst wenn ich sage, ich möchte im Geldmarkt bleiben oder in Anleihenstruktur, dann kann ich meine Anleihen eben in einer sehr kurzen Handlungszeit vom Euro entweder in den Schweizer Franken oder in den US-Dollar investieren. Und habe dann eben, wie gesagt, dieses Währungsrisiko Euro, was sich bei einer Eskalation des Krieges ja wahrscheinlich ergeben würde, vom Tisch. Von daher dieses Thema Festgeld oder Anleihe. Wir sind ein großer Freund von Anleihen aufgrund der genannten Gründe, breitere Risikostreuung, aber vor allem, man gibt das Heft des Handelns nicht aus der Hand.